Hallo, hier ist wieder der Coffee Chaos Uwe. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Heute bin ich wieder hier am Camp. Hab heute vor, weiter an der Schlafliege zu bauen. Hier angekommen bin, von Weitem habe ich schon Motorsägengeräusche gehört. Der Waldbesitzer war hier. Er hat hier einige Bäume gefällt, die krank waren, nicht mehr so fit waren. Sind da hier drei Bäume gefällt worden. Da habe ich natürlich mich angeboten, hier zu helfen beim Aufladen. Ja, der eine Baum an meiner Sichtschutzwand, der musste weichen. Das hat er mir ja schon im vergangenen Jahr gesagt, der Waldbesitzer, dass der weg muss, der ist tot. Jetzt sind die ganzen morschen Bäume, die eventuell bei Sturm mir hätten gefährlich werden können, entfernt worden. Und jetzt ist wieder alles sicher hier. Ich bin jetzt mitten dabei, die alten Stämme von der Liege hier rauszutragen. Ich räume jetzt hier erstmal alles raus und dann fange ich an, den Unterbau der neuen Liege zu basteln. Das Grundgerüst steht.
Jetzt müssen nur noch die Liegefläche aufgelegt werden. Na, so langsam wird das hier, die ganze Sache. Genauso habe ich mir das vorgestellt, das Ganze. Aber so ein paar kleine Feinarbeiten, dass die Liegefläche ein bisschen ebener noch wird. Vielleicht tausche ich nochmal Stämme nochmal aus, dass ich sie nochmal verrutsche, dass es irgendwie eine ebenere Fläche gibt. Das mache ich beim nächsten Mal. Für heute reicht's. Jetzt gibt es natürlich nochmal eine kleine Liegeprobe. Das ist so fast wie zu Hause hier. Absoluter Hammer hier. Man liegt hier super. Breite passt. Völlig ausreichend. Mit einer schönen Isomatte. Ist das fast wie zu Hause hier. Kann man auch super hier als Sitzbank hier benutzen. Hat den Blick nach draußen. Hier kann man sich schon ans Feuer setzen. Zwei Leute können hier schön dicht ans Feuer rutschen. Optimal. Und hier unten drunter gibt es eine Menge Staumöglichkeiten für Holz. Da werde ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen, dass ich da noch irgendwas unterbaue. Auf alle Fälle ist das wieder eine Bereicherung ans Camp geworden. Jetzt gibt es erstmal Käffchen. Ich habe heute voll durchgearbeitet. Es war ja heute ganz anders geplant. Ich wusste ja gar nicht, dass der Waldbesitzer heute hier ist. Aber ich habe trotzdem alles noch geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Jetzt werde ich noch ein bisschen hier sitzen. Es ist auch schon, geht jetzt auch langsam schon gegen Abend, wird langsam dunkel. Kaffeewasser müsste auch gleich gut sein. Auch so zwischendurch, bevor der Kaffee fertig ist. Ich habe so einen Durst, heute gibt es ausnahmsweise auch mal ein Bierchen. Ich habe mir heute mal mitgenommen. Dass jetzt der Baum hier nicht mehr dasteht, an den Anblick muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber fand ich gut, dass er mir den etwas höher abgeschnitten hat. Und ich habe hier eine super Ablage. Und wenn es eine Art Kamerastativ ist, von dieser Position habe ich öfters mal für euch gefilmt. Da kann ich schön Kamera ablegen. Prösterchen an alle Kaffeesüchtigen. Jetzt geht es wieder ab nach Hause. Hab hier wieder schön aufgeräumt, Sachen zusammengepackt. Ist schon dunkel geworden. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt noch was seht. Jetzt geht es wieder ab nach Hause. Vielleicht war es wieder interessant heute bei mir am Camp. Bis zum nächsten Mal, der Kaffeechaos Uwe.